Ein neuer Kit, ein neues Glück. Hallo liebe Modellbau-Community, ich bin Arsch von der Modellbauseite.at und seht mal, was ich euch heute zeigen kann. Maßstab 1 zu 24, Firma Masterbox. Ein relativ alter, mittlerweile, also ein bisschen alter Bausatz. Serie At the Edge of the Universe, Strange Companies Adventures. Ja, die Figurenserie haben wir schon angefangen, habe ich euch schon zwei Soldaten gezeigt. Ist hoffentlich noch nicht allzu lang her. Schauen wir, wann das online geht. Wie auch immer, ich habe euch gesagt, schauen wir uns noch mehr aus dieser Figurenserie an. Das ist so ein Bausatz aus dieser Figurenserie. Diese Bar-Szene, wo wir den Typen da dabei haben, die Könerin dabei haben, den fiesen Androiden da dabei haben. Eine coole Sequenz irgendwie, echt lustig in Szene gesetzt. Was mir gut gefällt, sie haben da sogar eine Geschichte dazu gehabt, also da ist ja nichts dahinter, ne? Das ist ja frei erfunden, mehr oder weniger. Und da haben sie sogar eine Geschichte dazu im Hintergrund gehabt, wo sie erzählt haben über diese Bausätze hinweg. Und wenn man da auf der Rückseite schaut, ich fahre euch da noch ein bisschen rauf, dann setzt es besser. So. Und zwar, da haben wir die Geschichte zu jedem Charakter, also das ist eine Androiden-Könerin, eben Robi der Roboter, Anton der Mechaniker. Echt eine coole Geschichte. Und jetzt, das ist eben dieser Auszug, also damals wie das, da sind wir, das ist dieser Auszug von der Szene, damals wie das rausgekommen ist, hat es da eben so eine Bar-Szene gegeben mit mehreren Figuren und das ist eben ein Part davon. Schauen wir uns da die Figuren vielleicht gleich einmal an. So, das stellen wir da um. So. Und zwar, der Spritzling war da drinnen, also wir kaufen im Prinzip diesen einen Spritzling, da haben wir alle drei Figuren drauf, Gussqualität 1A, Figuren-Skulpteur tipptopp, also das ist echt der Hammer, machen wir da mehr Kontrast, dann setzt es besser, also die sind richtig gut gemacht in allerlei Hinsicht. Schauen wir uns das im Detail ein bisschen durch. So, da seht ihr jetzt die Figuren im Detail ein bisschen, das ist eben unser Robi der Roboter. Da besonders cool, die Hand, das finde ich echt cooler, der ist echt sauber gemacht, das schaut richtig cool aus, auch der andere Finger da, echt lässig, das Gesicht, so ein klassisches Robo-Gesicht, erinnert ein bisschen an den ersten Iron Man damals, voll geil, da haben wir die Fiers dazu, eine Waffen hat er auch, eine Taschen hat er dabei, die hat er umgehängt, na, echt eine coole Sache, Gefällt mir da richtig gut. Dann haben wir da drunten die nächste Figur. Das ist eben dieser, ich glaube Mechaniker ist das. Schauen wir da nochmal. Ja, der Anton. Ich bin ein Hirsch. Nicht Mechaniker, Söldner ist das. Anton der Söldner. Super Gesicht. Da die Hosen, die Schuhe, die Knieschützer. Waffen dabei. Torso oben richtig gut gemacht, da haben wir die anderen Hände, Ausrüstung noch ein bisschen dabei. Dann hat er da noch irgend so ein Special-Sichtgerät drauf am Kopf. Na, fokussiert er das? Er möchte mich nicht. So, jetzt wird er es aber haben. Na, schaut echt cool aus das Ganze. Auch die Waffen finde ich echt fetzig, das schaut echt cool aus. Und die Rüstung, was er anhat. Na, echt cool. Und das Gesicht richtig schön getroffen. Also, Gesichter schafft Masterbox ja irrsinnig gut. Wirklich irrsinnig gut. So, dann schauen wir da nach oben. Fahren wir noch ein Stück tiefer. Da haben wir jetzt eben. Oh, da filme ich genau. So, da filme ich genau auf mein Stativ. Da haben wir jetzt eben diese Androiden-Könerin. Da. Hauptgesicht, Oberkörper, der Torso wieder vorn, hinten, dann hat sie da ein Tablett dabei, das da müssten die Becher sein, was dabei sind, die Glaseln, da ihre Fiers. Na, das schaut richtig cool aus, ja. Also ich habe da Mut zur Freude gehabt, auch da die Hand, das schaut auch richtig fein aus, ich meine, schaut euch da mal an, wie fein das da gegossen ist, die Finger, echt schön gemacht. Sogar die Hand hat da oben so Androiden-Strukturen drauf, wenn es da genau schaut. Wie gesagt, Maßstab 1 zu 24, da ist schon ein bisschen was möglich. Ja, dementsprechend, das ist echt
Echt eine coole Geschichte. Also, ich habe echt da wirklich eine Freude gehabt mit diesen Bausätzen. Irgendwann komme ich hoffentlich einmal dazu, dass ich einen baue. Aber wie immer, alle, die gern Figuren haben, sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall von mir extrem empfehlenswert. Müsst ihr euch unbedingt einmal anschauen, diese Serie. Sie ist nämlich auch relativ preisgünstig. Also, da kriegt man für, ich sage mal, für relativ wenig Geld wirklich, wirklich einen coolen Bausatz. Vor allem diese Kombinationsgeschichten eben, wo ich sage, wenn mehrere Figuren in einem drinnen sind, dann ist das richtig cool. So, damit sind wir am Ende. Stelle ich das noch andersrum auf ein Schlussbild. So, wow, nicht umfallen, stehen bleiben. So, ein bisschen nochmal. So, jetzt haben wir es. Ja, Zeit für ein Fazit. Wie gesagt, ich habe es glaube ich mitgekriegt, dass mir das grundsätzlich sehr gut gefällt. Fan von, Ausführung top, Idee top, also eigentlich alles super. In dem Fall, was sage ich euch da? Der Space-Schnecken-Cocktail steht euch bei. Es war meine Freude. Bis zum nächsten Mal.